Hallo. Wie geht's euch? Ah, so, machen wir mal weiter. So, was haben wir denn stehen geblieben? Where did we stop? Okay. Sollte passen. Hey, Gracie. Hast du ein neues Emote? Hast du da ein neues Emote für dich? Hast du das neu oder hast du es schon länger? Ah, süß. Heute gemacht, ja eben. Das denke ich mir. Schaut super aus. Das schaut super aus. Ein süßes Kätzchen. Hey, wait, warum habe ich hier da ganz. Achso. Also. Was ist das? Ah, schwarze Katze. Die anderen, naja, ich warte. Auf was wartest? Okay, das geht relativ zügig, da die Map. Oh. Ach so, drei Stück warten, dass freigeschalten werden. Okay. Und hast alle heute gemacht, oder? Tag. Eine starke Leistung. Ja, perfekt. Quasi alles vorbereitet für deinen Start in den Stream wieder. Wie geht's dir heute so? Geht's dir wieder ein bisschen besser? Vorbereitet, aber dauert, bis ich alle neuen Emotes habe. Einfach chillig warten. Recht hast, das passt. Halsschmerzen wieder. Ah. Ui, warum denn das? Warum denn das?
So eine Scheiße. Ja, hoffentlich wird es bald besser. Hoffentlich hört er auch wieder auf. Weil das geht immer gar nicht. Es geht dir wohl schon mal überhaupt nicht. Passen. Dann hoffe ich doch. Voller ist hier für die Windelpupser-Socken. Wer bekommt dann ein Baby? Ach so, ja. In der Easy-Ära, so. Boah, ja. Sorry, ich bin ein bisschen müde heute. Ich komme ja gerade vom Training. Da wird heute nicht mehr viel gehen mitreden. Boah. Oh, der Arsch hat meinen Turm zerstört. That little bastard killed my tower. Why did he kill my tower? Fuck. Alles klar. Danke fürs Reinschauen. Vielleicht bis später. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wirklich krassen Content wirst du jetzt sicherlich nicht verpassen. Es ist gerade nur mal abfarmen. Oder zumindest halt weiter komplettieren. So. Sail the distant shore.
Ich glaube, ich werde mir ehrlich gesagt einen rein chillen. Im Sinne von, ich werde wohl streamen und ich werde auch weiter komplettieren. Also die restlichen Sachen machen. Weil ich glaube, ich werde nebenbei ein bisschen Stream schauen. Von dem her. Verzeihung. Werde ich mich muten.
Hey, Sins. Es geht. Was geht bei dir? Sie ist durchaus sehr gut. Dankeschön. Ja, heute war wieder Training. Oder heute habe ich wieder trainiert. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen müde. Was läuft bei dir? Jo, heute ist nur Chillen angesagt. Hab mich Montag aufs Maul gelegt und kann jetzt nicht mehr laufen. Was? Okay. Was ist denn passiert? Hast du den Fuß gebrochen oder was? Haben mir im rechten Fuß vier Bänder angerissen. Oh. Eieieiei. Ja, das ist nicht schlecht. Wie ist denn das passiert? Ausgerutscht oder was? Also entspannt Müll rausbringen und bei der letzten Stufe bin ich umgeknickt. Ah, fuck. Das tut weh. Hat ein paar Mal Knack gemacht und dann hatte ich den Spaß. Au. Aua. Was hast du dann gemacht? Direkt zum Arzt gegangen? Ja, gesagt, ja, ein bisschen Spucke rauf und passt, oder wie?
6 Uhr morgens, Hälfte hatte zu, musste bis 8 warten und bin zum Notarzt. Der hat dann das Übliche gemacht. Mal rumgerissen, geschaut, ob irgendwas angerissen ist. Oder so die üblichen Tests halt, was Röntgen abtasten etc. Und habe jetzt eine Schiene, die ich konstant tragen muss. Okay. Okay. Haben Sie dann irgendwas von Therapie auch gesagt? Dass es empfehlenswert ist, Lymphdrainage zu machen und Physiotherapie und so. Einen Monat mindestens mit Kühlen etc. Du bist ein Talent. Scheiße. Halt immer versuchen zu belasten für die Muskulatur und so ein Kram. Okay. Ja. Weißt du, ich arbeite ja in einem Therapiezentrum mit Physiotherapeuten, einem Arzt oder Ärzten in dem Sinn und Masseuren zusammen. Ich bin ja auch medizinischer Masseur. Und in solchen Fällen macht man halt gerne mal Therapie. Muss man aber selber ansuchen, sozusagen. Also, warte mal. Und wo bist du nochmal? Okay. Ja gut, da soll es ja trotzdem irgendwie Therapiezentren geben, oder? Wo man über die Krankenkasse Therapie machen kann, oder? Genaue Therapie wurde mir nicht zugeteilt, denke schon. Ja, jedenfalls bei uns läuft es so. Die Ärzte sagen auch nicht immer speziell, dass du Therapie machen sollst. Aber wenn du eben fragst, ob man Therapie machen sollte, dann schreiben sie dir eben eine Überweisung. Dann kommen die Leute mit der Überweisung zu uns. Das wird dann eingescannt sozusagen, und dann können sie bei uns quasi gratis Therapie machen. Und mit gratis meine ich, dass es halt, ja, man zahlt ja eine Kassenleistung quasi ein. Und da bekommt man halt dementsprechend vernünftige Begleitung mit so einer Verletzung. Da bekommt man in erster Linie Lymphdrainagen gegen die Schwellung. Krankenkasse, ja. Da bekommt man eben Lymphdrainage gegen die Schwellung und dann eben Physiotherapie, damit das Ganze wieder gestärkt wird, wieder aufgebaut wird. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Nein, kannst mir gerne Tipps geben. ja. Im Großen und Ganzen, ich denke mal, du bist im Krankenstand jetzt, oder? Aber wenn du im Krankenstand bist, kühlen hilft natürlich. Ja, okay. Kühlen hilft natürlich, aber du sollst nicht übertreiben. Also eine Eisbehandlung sollte maximal 10 Minuten sein. Und du solltest auch nur im schlimmsten Falle
quasi runterkühlen. Ansonsten das Bein hochlagern. Und zwar das Bein sollte, also du solltest möglichst flach liegen. Das unterstützt es, dass die Schwellung schneller zurückgeht und halt einfach schonen. Und ja, mit dem Belasten, das ist halt so eine Sache. Mach alle 2 Tage morgens 30 Meter und abends 30 Meter. Ja, halt vorsichtig. Hast du irgendwelche Krücken oder sonst was, um das zu stützen? Denke ja, oder? Oder hast nur die Schiene? Ach so, 30 Minuten Kühlakku. 30 Minuten ist normalerweise ein bisschen zu lang. Aber im Endeffekt hab tatsächlich so einen Rollator für alt. Was, wie hast du gesagt, du bist 19 Jahre alt, oder? Ja, ich meine, gut, ja. Ja, das ist ein geiles Teil, ja. Nee, aber nicht übertreiben, und wenn du merkst, dass es ziemlich geschwollen ist, das ist meistens beim Sitzen. Beim Sitzen klemmst du dir in der Hüfte einiges ab, oder halt zumindest den Fluss von von deinen, sagen wir mal, Flüssigkeiten, den klemmst dir ab, und das ist nicht gut. Deswegen solltest du möglichst liegen. Und wenn du dann zusätzlich noch das Bein ein bisschen höher lagerst, dann hast du eh gewonnen. Also das fördert es zumindest, dass es sich besser erholen kann. Weil je weniger Schwellung drin ist, desto besser kann der Körper an der geschädigten Stelle oder an der verletzten Stelle arbeiten. Hast du Schmerzmittel auch bekommen? Ibo 600, Alter. Ja, das dröhnt. Übertreib's ja nicht mit den Schmerzmitteln. Bitte pass auf mit den Schmerzmitteln. Ja, nicht zu viel nehmen. Also du sollst schon was spüren.
Weil, ja, ich sag mal, wenn du dich ständig mit Schmerzmitteln zupumpst und dann nicht mehr weißt, ob es dir jetzt eigentlich weh tut oder eben nicht, das ist nicht gut. Weil man neigt dazu, es dann zu übertreiben und dementsprechend, ja, macht man mehr kaputt als Heilewert. Ist zu schmerzempfindlich, also muss ich die kaum nehmen. Ja, sehr gut. Aber trotzdem, wenn es nicht auszuhalten ist, ist es kein Fehler, welche zu nehmen, weil wir haben halt unter anderem sozusagen eine entzündungshemmende Wirkung. Also wenn du jetzt wirklich Schmerzen hast, dann schadet es nicht, dass du eine nimmst. Aber trotzdem Schongang angesagt. Also nicht übertreiben mit dem Bewegen dann. Dann hält es nämlich umso besser. Ich war nie Fan von Tabletten, also nehme ich die nur, wenn es muss. Das passt. Ich habe es auch nicht so mit Tabletten, aber die richtige Verwendung von Schmerzmedikamenten ist etwas, wo ich sage, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man keine braucht, auch gut. Wie gesagt, Fehler ist keiner, wenn man welche nimmt. Weil sie eben meistens eine entzündungshemmende Wirkung dabei haben. Aber das Wichtigste ist einfach schonen. Schonen, schonen und ja, warten, bis es ausgeheilt ist. Was anderes ist es nicht. Und erkundige dich vielleicht nochmal, ob es doch irgendwie möglich wäre, eine Therapie zu machen, während du im Krankenstand bist. Also ich finde halt, es ist Gold wert.
Oh, Verzeihung. Ja, 15 Minuten Auer, bevor ich 600 Magenproblem habe. Jo. Ist okay, ist deine Entscheidung, aber wie gesagt, ich kann es dir empfehlen. Ich kann es dir empfehlen, trotzdem welche zu nehmen, wenn der Schmerz überhaupt nicht erträglich ist. Und dann halt Ruhe geben, selbstverständlich. Kurz Wasser holen. Ah. Oh boy. Werde alt. Werde alt. Oh, Verzeihung. Ich sehe, die Emotes kommen ran. Was meinst du? Ja. Du siehst die gerade auf Discord, oder? Oder an was kommen sie ran? Was meinst du jetzt? Willst du mich schon wieder trollen? Sprich dich aus, mein Freund.
CSE auf Twitch. Ach so. Backklickzug. Das ist das Animierte und dann hat die anderen. Alle von Crazy Moon gemacht. Auch der Fackelzug, das Animierte. Voll geil. Malam Sleepy ist geil. Ja. Ja, ich finde die alle stark. Sie hat dann noch ein paar gemacht. Nur die müssen erst genehmigt werden. Aber voll stark. Die hat sie alle selber gezeichnet. Also es ist irgendwie so ein 3D oder so ein Tablet, so ein Zeichentablet, keine Ahnung. Und mit dem hat sie das wohl gemacht. Eben auch das Animierte. Voll stark. Yep. Da hat sie noch ein paar coole, aber wie gesagt, die müssen erst genehmigt werden. Zum Beispiel eines, wo der Bär, er hat eine Unterhose an, wo eben Fuck you oben steht. Und da reckt er dir einen Arsch her. So, Fuck you halt. Das ist geil. Finde ich süß. Zuschauer, Belohnungen, Emotes. Fuck you. Mal ein bisschen cry. Cry, warte mal, cry. Muss ich schauen, ob sie da schon was hat. Ja, da hat sie schon was, ja. Warte. Ja gut, das dauert noch. Das sind dann die Follower-Emotes. LOL hat sie. LOL, GG, Help. Einen Psychopathenbären. Und traurig, also sad. Weinend. Fuck. I am tired. Schau, das bin ich. Das bin ich. Malam Boji is sleepy. So. Yay, wieder was geschafft. Buff. So. Bless you.
Thank you. Thank you, Shades. Living and dying. Wow, those towers are useful. Well, it's only the medium difficulty. Because I try to complete everything, so I can have the, I can make the, or I get the check mark. And so these towers shred basically through everything. But yeah, the towers are pretty good. I mean, I have the buff, but the buff beam, I have the godly rune, which is insane. There's a lot of damage, but yeah, it's only medium difficulty. So just don't seem to be affected by wall or anything. Well, they are affected by walls. It looks like they're not, but they are. So if you line of sight them, they can't shoot at you. But yeah, they have three projectiles, and that's pretty nice. That is very, very nice. Use summoner myself. Well, summoner is nice too. There are a few good builds with the summoner. And didn't they patch him? I don't know. Did they patch something from the summoner? I don't know. I saw something. Wait. Where did I saw that? Build suggestions. No. Only been playing 3 days. Okay. Oh, so are you just returned? Yeah, okay. So you already played it before. But yeah, it's a good time to come back. Yeah, played it at the start, but lack of content was a bit rough. Last update was 5th December, okay. Yeah, well, I don't know. Since when will they have the next update? About March or something, or with the new hero and maybe new maps and such things. March? February? I don't know. Something around there. They will make a new update where
They patch in a new hero. A new hero and maybe a few maps and some balancing things, I guess. Estimated in February, March. Ah, yeah, okay. Are they still make new content for this game? Can be later though, okay. Yeah, they remastered it. They remastered it and now they want to try to make it big again. Let's say it like this. And so they will make new content for the game, yeah. I guess. I mean, they will patch the maps in what they got on the normal Dungeon Defenders. But I think they will go for new content too. Yeah, man, two game was rough. You mean Dungeon Defenders 2? Or what? Yeah, Dungeon Defenders 2 was... Well, I mean, they know that it was a little bit of a mistake. I mean, basically, it's no bad game, but yeah, they should have stayed with Dungeon Defenders 1, and just do new content, a little bit of new graphics and such things, and it would be basically fine. But yeah, it is what it is. So, I mean, if they let some streamers do some sponsored streams or something, it will be popular again. And if they have then nice content too, everything will be fine, I think. We have to see how it goes, what they will do and such things. Sorry. Holy shit. Where does the German content creators? Where does the German content creator system is being reworked at the moment and will be back at some point? Okay. Since you play Eve, how you like Wall Room for Eve? It's very nice. I like the Wall Room very much. Yes. Poker Plutch. A lot. So I like it a lot. It's pretty strong, especially with the, especially if it's rifted, or fused, I should say. And if you got the buff beam on it, it's basically unkillable. Pretty nice. The Huntress Squire. I like it. Ah.
I'm a survivor. Do 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 do. Still using Squire's wall. Yeah, why not? Why not? Pretty good wall too. Nothing's wrong with that. From a pure endgame point of view, the Eve blocking walls are the worst out of the walls available. Cool. Since wisdom number 5 or something like that. Pretty sure it was 5, yeah. Ah ja, genau, Sins. Ich muss dir ja noch extra einen Thread einrichten bei Discord, damit du deine Weisheiten reinschreiben kannst. Oh, das mache ich jetzt gleich. Das mache ich jetzt gleich, pass auf. Das mache ich jetzt gleich. Wo ist es denn? Sins. Wisdom of the sins, passt das, oder? Wisdom, schreib mal ein Wisdom, fuck. Mit einem E zum Schluss oder ohne? Ich glaube mit. Ich glaube mit einem E zum Schluss, gell? Wisdom. Ohne? Wisdom. Ohne? Really? Ohne E. Wisdom of the Since V6. Wisdom of the Since V6. Since Wisdom, okay. Since Wisdom. Wait, what? Wisdom. Senses Wisdom. Kanal erstellen. So. Berechtigung. Jetzt muss ich für dich einen extra Rang erstellen, oder was? Scheiße, warte mal. Kanal bearbeiten, Berechtigung. Berechtigung. Everyone. Since. Okay, warte mal. Die Ferdi-Rolle. No, no. Best for HP value is the Ogre. Survivability the Archer with the rune. DPS damage Arcane Squire Wall.
Muss mal schauen, wie ich das einstellen kann. Kann ich das nicht beim Kanal so einstellen, dass nur du da reinschreiben darfst? Müsste doch gehen, oder? Berechtigung. Wenn du einen Kanal auf Privat setzt, können nur ausgewählte Mitglieder und Rollen diesen Kanal sehen. Da kannst du. Ja. Jetzt bin ich bei erweiterte Berechtigung. Rollen und Mitglieder. Erlaubt Mitgliedern den Kanalnamen, die Beschreibung und die Texteinstellung zu verändern. Sie können den Kanal auch löschen. Nein. Erlaubt Mitgliedern. Erlaubt standardmäßig anzuschauen. Textkanalberechtigungen. Ja, Spaß. So, jetzt müsstest eigentlich nur du in den Kanal schreiben können, oder? Du bist natürlich im DDA-Ordner drin. Berechtigung. Bilder. Aber probier mal bei Sins Wisdom was reinschreiben. Kann drin schreiben. Ja, post mal was rein bei Sins Wisdom. Normalerweise solltest nur du schreiben können. Ja, und ich halt natürlich. Sinn schreibt. Sparte, die voilà. Reinschreiben, probieren. Okay. Wisdom 1. The Warden Sprout look like a pair of balls from the side. What? What the fuck? Ja, Wisdom Number One, was soll ich tun?
Oh, stark. Mom, okay. Ich habe mal Issy gesagt, sie soll beim Discord versuchen, was reinzuschreiben bei diesem Thread. Mal schauen, ob es geht. Warte, muss nur was testen. Okay, ich kann schreiben. Ich kann schreiben, Nachricht löschen. Achso, jetzt hat sie per Bilder geschrieben, gell? Wo hast du jetzt reingeschrieben? Ups. Sie hat irgendwo reingeschrieben, aber okay. Wenn ich da schreibe, landet meine Nachricht in den Bildern von DDA. Ja, meine gut, es steht zumindest nicht in deinen Weisheitschannel drin. Tavern. Sie hat gesagt, wenn sie reinschreibt, dann landet es in Bilder, aber das soll ja auch nicht so sein. Es soll dann einfach nur blockiert sein in dem Sinn. Okay, das landet da. Hast du jetzt extra einen Screenshot gemacht, oder was? Hey! Da los!
Okay. Okay, das. So hat man Spaß am Spiel, ja. Das auf alle Fälle. Also normalerweise solltest nur du in diesen Thread schreiben können, weil die liebe Isi hat es gerade probiert. Bei ihr geht's nicht. Sie kann da nichts reinschreiben. Also gehört da ganz dir. Teile deine Weisheit mit uns. Share your wisdom with us. Spielt überhaupt Evelyn? Was ist da los? He plays Evelyn on this one. Amazing. Oshaman, besser als die letzten 3 Tage lang. Magen-Darm-Flau. Damn. Das passt eh. Damn, das habe ich dir gerade nur geschrieben. RIP, sogar mit deinem RIP. Sorry. Boah, sorry. Bin echt müde vom Training. Aber habt ihr jetzt den Geburtstag von Zwergi schon gefeiert? Von Zwergelen? Den habt ihr ja schon gefeiert, oder?
Ja, sicher, am Samstag, ja eben. Und wie war's? Hatte dir Spaß? Ja, genau, da haben wir eh geredet, gell? Hat er einen Kuchen verputzt, wie nix. Zumindest ein Teil. Ocean Man, Ocean Man. Die. Waren bei seinen Großeltern zum Frühstück und haben ihn angeholt. Dann haben wir zu dritt gemütlich den Tag verbracht. Ja, hat ein Riesenstück verrückt. Sehr gut. Das passt. Das passt. Das passt. So, Wave 25 ist durch. Leave the tavern. An ally has been slain. Ocean Man. So. Oh, muss gleich Essen warm machen. Männer kommen bereit heim. Alles klar. Danke dir nochmal für die Hilfe, liebe Isi. Ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Nacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bye. Sins. Nicht bin ich da. Was ist mir los? Doch bin ich da. Nee, aber ich dachte, du bist gleich weg. Sins. We need your wisdoms. Es steht nur eine Wisdom drin. We need more wisdoms. Hey, what the hell? Stop it. Willst mehr Eier Wisdoms? Ich kenne dich doch. Ja, unbedingt. Ja, bitte. Hey, was ist das? Give us more balls Wisdoms. More balls Wisdoms. Was ist da drüben eigentlich?
Warum bin ich denn tot? Hey. How are you doing, bro? Yeah, come on, hit those towers. Yeah, yeah, you can do it, bro. You can do it. Amazing shot. Ooh. Boah. Gleich beide Targets auf einmal. Whoa! Whoa! Komm, den schaffst du auch noch. You can do it! Aber zielsicher ist er. Ja. Ja. Genau den. Ich sage noch drei Schüsse, three shots. Ich wäre schneller, wenn ich neu starten würde, gell? Oh, er hat's gleich. Yeah! Nice. Good job, bro. Hab mittlerweile vier Kinder. Ist der Archer schon fertig? Schön. Ja, er ist fertig. Vier Kinder. Ja, da hast du mal schnell geschossen. Da hast du schnell geschossen. Und wahrscheinlich schon in Discord reingepackt auch, oder? Stop it! Dämlich. Ah, herrlich. Minigun. Was Minigun? Funny Clips. Hey, warum ist das noch nicht in Funny Clips drin? Wenn auch jetzt ich Bescheid. Gucken wir mal so. Danke dir, wo ist mein Love Bear?
funny clips. Yay. Ah, herrlich. Ja, mein gut, kann passieren, gell? Okay, that's a banger. Spring und halt dann W gedrückt. Und halt mal W gedrückt. Hä? What? Spring und halte W gedrückt. Was soll das? Du willst mich wieder verarschen, ja? Was passiert dann? Sollte ich da die Kopfhörer aufhaben, damit ich was höre? So. Spring und einfach diese oder diese. Hä? What? Ich weiß nicht, was du von mir willst oder was das bringen soll. Nein. Nein. Du wirst mich sicher noch umbringen. Meinst du diese Richtung, oder? So. Na, nochmal hüpfen, gell? Dann nochmal hüpfen.
12 Minuten, 13 Minuten hat der Scheiß jetzt gedauert. Ich bin ja nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen. Nur ab und zu. Amazing. That's building strategy. Amazing. Join my Discord. It's free, I think. I don't know if I have done it right. Yeah. What the medium? Yes. Pro A's. I'm just trying to finish the low difficulties too, just to get the fucking check mark. It's useless, I know, but I mean, I got time, so why not? I know that it's useless. No. Okay. Since Malon. Hi. Hi, Mr. Pro Ace. How are you doing today? Lisa. Another Wednesday. Cool. Smooth. So what you doing? You play a little DDA? A little bit DDA? Or just watching? Watching this insane content of DDA. Hardcore. Medium difficulty. Amazing. Oh, feels bad. Shit. Roberto. Sorry. Played DDA before. He's played medium curse can to keep. Don't forget Rifted. Oh yeah, of course. It's hardcore Rifted medium difficulty. Insane. Oh. I can't do keep since said. Okay, since if you say so.
Possible Kanuki from Medium. I mean, I never have. Okay. Yeah, well, I mean, I can do keep on massacre too. Even with two guys, I never tried it with three or four people, but it should work. Two people are really easy to finish. Do keep. Only done keep on massacre because I don't get held up on check marks. Yeah, well, I mean, yeah, why not? Of course, I should farm it too to get some better gear. But yeah, it works for me though. So far. I mean, if they put some updates out on March, February, then there are new maps, I guess, and maybe new items or maybe new power levels from the items. So I don't really have to grind my ass off so far. Because my towers do pretty good damage if they are buffed. If you're fully geared, all godly ruined, what left is there to do? Well, I'm hard stuck on easy difficulty, the game is way too hard for me. Can't barely beat the Demon Lord. Yeah, well, since... Get good. Bro, get good. That's the only advice I could give to you. Get good. Where do I farm gear? I mean, you can farm gear in easy mode. Easy difficulty, I mean, mixed mode. And the first map. I mean, you maybe can do it, I don't know. Yeah. But you can try since. Don't say you're a man. since it's just trolling. Targets up. I'm not. So you don't want to farm little sins, but you need to farm to get better gear. Little sins, share your wisdom with us on my Discord. For Zar MM, survival wave 100 plus easy plays to farm gear. Mass survival. Oh my god, please. Ah. Got it? Please, I paid 2,000 gold. That's all I have. Carry? You mean carry? With the Epsilon? What's it called? Epsilon? I don't know. Fuck it. Carry me! Bazaar. What the fuck? Oh, my brain is empty. My brain is empty. Which gear level drops there? Bazaar. Is there a higher difficulty than the keep? Can it drop better loot than the keep?
Rain empty, return to monk. Brain is empty. The whole day brain was empty. All day brain was empty and always will be the next times, the next days, whatever. Let's go, misfits. I could use some power death rate accessories, like many of them for the builders. Okay. But accessories and such things only drop in boss maps, or? Or do they drop in normal maps too? As a non-boss maps. So what we got here? Yeah, 400 plus stats, 250 upgrades with death rate power go. Pays 5,000 golds, all I have. I'm robbing non-boss moves, but it's better farming on the boss. I pay 50 doubloons. No, I want. Give me. You guys are trolling. You guys are trolling. Hey Sins, kennst du irgendein ein gutes Tool, um Videos zu schneiden? Beziehungsweise um Clips zu schneiden? Weil ich glaube, den Clip kann ich nicht 1:1 auf Instagram laden, oder? Oder gibt es da irgendeine Möglichkeit? Weißt du das? Link. Willst du den Clip nur kürzen oder editieren? Prinzipiell, am liebsten wäre mir, wenn ich den Clip so wie er ist, gerade 1:1 auf Instagram draufladen kann. Aber im Prinzip muss es da ja als Video hochgeladen werden. Ich kann ihn ja nicht als Link da hochladen. Also in dem Sinn, schätze ich mal, editieren, einfach so lassen und dann als Video abspeichern und hochladen, oder wie? Aber gibt es da irgendwie ein gutes Tool dafür? Ja, aber das habe ich jetzt letztens probiert. Da war ein Problem. Was hat er mir da gesagt? Warte mal. Warte mal. There was a problem with the download. Let me see what it was. Clips, sniper mage, fuck that sniper mage. Ja, genau. Er lässt ihn mich nicht runterladen. Wird mir nirgends. Warte mal. Downloads. Ja.
Er lädt in mir actually nicht runter. Er lädt in mir nicht runter. Warum nicht? Stop it! Warte mal. Hat er es jetzt genommen? Reflect Walls, a summoner, little bomber. If cables for medium, go go. No! I want to get fast through that shit. I want my fucking check marks. Give me my check marks. So wait. Hey! Stop it! Das hat er jetzt genommen, okay. Alles klar. Alles passt. Jetzt hat's funktioniert, alles gut. It worked! Yay! I'm stupid. It worked. Little bomber. Do you have team effort? No. What's a summoner? I only got the Eve. I'm a only Eve player. There doesn't exist any other chars. I have a monk and a hunters. Nice. That's good. Boing. I can do the bomber. Bomb bomb. Bomb 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 bomb. I got a pan, a pineapple pan, pineapple apple pan. I got a kit, I got a cat. I got a Kit Kat. That's so fucking dumb. I love it. I love it. I love it. Let's go! Kill them faster! Come on! Pineapple pen. $440 million views. Yeah. Yeah, of course. Of course. That shit sells always good. That shit sells always good. So wait a minute. Is he offline? No. He's still playing. Is he? Okay. So, other clips. Other clips. Discord. Where is the shit? Clips. Clips, 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 clips. Valheim. Er ist doch kein Vogel. Videoadresse kopieren.
right. Oops. I got to try something. Boss is coming. Nice. Und zwar Valheim, a funny clips. Achso, den hatte ich schon crazy reingestellt. Trotzdem möchte ich schauen. Warte mal. Stellen. Ah, okay. Desktop Clips. With the throne in shambles. So, next map. Let's go. We got to go. We got to go. Hardcore Rifted Medium. Bam, 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 bam. I'm about to go to bed. Then I wish you a very, very good night. Und ich wünsche dir eine gute Erholung mit deinem Bein oder mit deinem Fuß. Good night. Sorry, we couldn't Skype tonight. Oh, so you know each other better. Nice. YouTube Shorts. Do I want to see it? Oh, hey, I'm just about to go to bed. I know we couldn't Skype tonight, but that's all right. Good night, girl. I'll see you tomorrow. What the fuck? Okay. Ah, understood. So let's put off Clips. Ist doch kein Vogel. Dateien sind so mächtig, die Maximalgröße ist 8 MB. Okay. Also muss ich da, wenn ich was uploaden will, muss ich die Adresse kopieren? Adresse kopieren, einfügen. Holy shit. Ob das in der Mitte. Chill. That's kinda wrong. Okay. Dominanz! Keine Ahnung, was los ist heute. Wieso? Hast du heute mal wieder in der Witzkiste geschlafen, oder was? Oh, damn. Do the walk. Wait a minute. Instagram, wenn ich den Scheiß jetzt einfach da hochlade, dann passt ja der Dreck eigentlich, oder? Erstellen. Hochladen, Desktop, Clips. Den Shit. Öffnen. Stop it! Also, das ist zu groß, zuschneiden. Fuck.
Stop it! Aha. Das ist blöd. Das muss ich da extra zu... David! Ja, ich glaub's dir. Pause. Weiter. Okay. Da. Schlafe ich jeden Tag drinnen? Eben, muss ja so sein. Scherz kriegst du. Sag mal, pass auf, jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es gleich, und zwar, was, Barrierefreiheit? Ja, automatisch. Weiter. Anzahl der gefällt mir Angabe, Aufrufe, den Beifall verbergen. Nö. Bildunterschrift verfassen. Well, I guess I just leave. Well, I guess I just leave then. Teilen. Schauen. Der Beitrag wurde auf meinen Instagram-Account geteilt. Schauen, ob er jetzt vernünftig geteilt worden ist. Okay. Lass mal gelten. So. Big, big Influencer. Amazing. Amazing. Big Influencer. Ob das in der Mitte hält. Glaubst du? No. Kein Federumhang! No! Schreit was. Ob Ton, das in der Mitte. Ton aus. Ob das in der Mitte hält. Ah ja. Das muss ich da machen, wenn ich mal offline bin. Ja. Machen wir mal anders mal. Was ist denn da? Gib's einmal Gas. I'm gonna grab some water. I'm back. Let's go. Lever, Johnny Lever. Diddle 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 din. Diddle din diddle din. And it's time for us to leave her. Leave her, Johnny Lever. Oliver. Hmm.
really excited. Hey! It goes boom boom. Param param pam pam. Param pam. Lady Sunshine. I miss the moon. Yay, we did it. Oh, fuck you. So we're going for the next one. It's this one. Blech. It's a this one. Let's go. Amazing build. Pretty amazing build. Oh, fuck.
Oh boy, that's amazing, amazing content. Fucking check marks. I hate check marks, but I need them. I need those check marks. Fuck. Sorry.
Hey. Interesting.
So, I'm back. But just for the last boss fight for today. Because I'm really tired. Which means we kill the boss and that's it. Yeah, okay. Sure, why not? Amazing fight. Well, let's see. We have now, today we finished the easy mode, the last of the Act 4. Act 4, Act 5, and the bonus. And we finished Act 1, 2, 3. Yeah, well, the encore. We didn't have. No, I don't want to do it today. I don't want to do it. I'm too tired. Okay. Jetzt noch zu Deutsch, weil es ja auch ein deutscher Stream. Ja, Deutsch nicht wirklich, eigentlich Österreich, aber ja gut, lass mal Geld. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es ist zwar nur ein Abgegrinde von den Low Difficulties, aber wie gesagt, ich möchte einfach nur das Checkmark haben, damit ich da das Ganze komplettiert habe. Komplettiert? Heißt das so? Das klingt so falsch. Komplettiert. Komplettiert. Wird Spaß. Jedenfalls möchte ich es komplett haben. Und dementsprechend zieht sich das Ganze halt natürlich. Aber es ist unter der Woche und unter der Woche habe ich leider eh nicht so viel Zeit zum Streamen. Beziehungsweise auch nicht mehr die Energie, weil ich muss ja doch den ganzen Tag arbeiten. Aber ja, wird auch wieder besser werden. Morgen in der Früh muss ich meinen Eltern was helfen. Weiß ich nicht, ob ich da online kommen kann oder werde, weil ich muss dann wieder um 12.15 Uhr in der Arbeit sein. Aber Freitag, wie schon so oft erwähnt, ist der Geburtstag von meiner Mutter. Da werde ich ein bisschen feiern, das heißt, da werde ich eher auch nicht online kommen. Und Samstag kommt drauf an, wie der Freitag läuft oder wie es läuft. Wenn es zu viel läuft, dann kann leicht sein, dass ich Samstag nicht online komme. Bin doch schon ein alter Sack und das geht nicht mehr so einfach. Oh ja, wie gesagt, danke fürs Reinschauen, danke fürs Zuschauen. Wir haben auch einen Discord, beziehungsweise ich habe auch einen Discord, ich habe auch ein Instagram. Wenn ihr da reinschauen wollt, bitte gerne. Da findet ihr zum Beispiel bei DDA Sins Wisdoms, den Thread haben wir heute gemacht. Da könnt ihr die Weisheiten von Sins lesen. Zum Beispiel, eine hat er schon drin. Wisdom. Wisdom Regel 1. The Warden's Sprout look like a pair of balls from the side. Ja, das ist eine Weisheit. Das ist eine Weisheit von Sins. Sogar mit einem Bildchen dazu. Ja, wie gesagt. Discord haben wir. Instagram haben wir. YouTube habe ich auch, ist aber natürlich noch nicht für Content drauf. Da habe ich leider Gottes auch noch nicht viel Zeit gehabt, irgendwelche Videos zusammenzuschneiden. Beziehungsweise habe ich auch noch kein gutes Tool oder keinen guten Editor oder wie auch immer ich das nennen soll, wo man halt Videos zusammenschneiden kann. Wie auch immer das heißt. Aber das wird dann zukünftig auch folgen. Ich werde jetzt noch ein paar Clips hochladen. Ich werde natürlich auch
das, was wir da gemacht haben, hochladen. Ja, schaut doch mal rein, vielleicht folgt ihr da rein oder abonniert mich da. Würde mich sehr freuen und auch sehr unterstützen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Passt auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye, bye.